Zweiter Aufruf an die griechische Bevölkerung zu Zeugenaussagen. Sarah Lucia Hassel-Reusing, Turnerstraße 7, 42283 Wuppertal, Deutschland. 0049 202 250 2621, Menschenrechtlerin. Sehr geehrte Damen und Herren, am 5.7.2015 hat das griechische Volk mit einer beträchtlichen Mehrheit Ochi gestimmt gegen ein neues über die EFSF aufzuerlegendes Memorandum. Am 8.7.2015 hat die griechische Regierung einen ESM-Kredit beantragt, welcher noch schlimmere Auflagen bringen wird. Es scheint in dieser Situation, dass die griechische Bevölkerung aus der humanitären Krise nur mit Hilfe des universellen Strafrechts herauskommen wird. Die gegenwärtige Entwicklung mit dem ESM ist vorhersagbar gewesen. Daher habe ich in 2010 und 2012 8 Verfassungsklagen in Deutschland eingereicht mit zusammen mehr als 1000 Seiten. Und ich habe am 21.11.2012 beim Internationalen Strafgerichtshof ISTGH in Den Haag eine Anzeige Aktenzeichen OTP CR 345 aus 12 gegen Unbekannt eingereicht, wegen des Verdachts des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch vorsätzliche und gleichzeitig systematische und groß angelegte Schädigung der Gesundheit der griechischen Bevölkerung. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe H und K Römisches Statut. Jeder hat das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Artikel 12 UNO Sozialpakt. Außerdem wird das Recht auf Gesundheit geschützt für Frauen durch Artikel 12 UNO Frauenrechtskonvention CEDAW und für Kinder durch Artikel 24 UNO Kinderrechtskonvention CAC. Außerdem müssen Kinder gemäß Artikel 19 CAC vor Schäden geschützt werden. Daraus und aus der sozialen Fortschrittsklausel Artikel 2 UNO Sozialpakt folgt, dass beim Recht auf Gesundheit weniger gespart werden darf als bei jedem anderen sozialen Menschenrecht. Allgemeiner Kommentar Nummer 14 zum UNO Sozialpakt. Das muss den für die Griechenland auferlegten Bedingungen Verantwortlichen bekannt gewesen sein. Auch wenn die Lage in Staatshaushalt und Sozialversicherung so ernst sein mag, dass sie nur durch erhebliche Eingriffe in das Eigentum der Gläubiger, Steuererhöhungen und auch Sozialkürzungen zu lösen sein mag, hätte trotzdem allen Einwohnern Griechenlands genug bleiben müssen für ihre medizinische Versorgung, für genug gesunde Nahrung und für das Wohnen. Laut einer Schätzung des ehemaligen griechischen Gesundheitsministers, Herrn Adonis Georgiades, würden 700 Millionen Euro pro Jahr genügen, um einer von ihm geschätzten Zahl von 1,9 bis 2,4 Millionen Einwohnern Griechenlands ohne Krankenversicherung zu helfen. Stattdessen gibt man bis zu 50 Milliarden Euro allein für die Finanzstabilität des griechischen Finanzsektors aus. Lassen Sie mich Ihnen einen Eindruck geben, was auf Sie zukommt. Und früher oder später auf die Einwohner aller EU-Mitgliedstaaten und warum es getan wird. Wie mittlerweile auch der vorläufige Bericht vom 17.18.06.2015 der Wahrheitskommission zu den griechischen öffentlichen Schulden, welche installiert worden ist durch das griechische Parlament, zeigt, zielen die Darlehen an Griechenland über die Griechenlandhilfe und die EFSF
hauptsächlich auf die Bewahrung von Gläubigerbanken, auf die Rekapitalisierung griechischer Banken und auf Privatisierung. Sie sind niemals auf das Wohl der griechischen Bevölkerung ausgerichtet gewesen. Wie herausgestellt in der Presseerklärung UN Human Rights Experts Welcome Greek Referendum and Call for International Solidarity, UNO-Menschenrechtsexperten begrüßen griechisches Referendum und fordern internationale Solidarität vom 30.06.2015 von Viktoria Dandan und Alfred Thesaias, den UNO-Menschenrechtsexperten zu internationaler Solidarität und zu demokratischer und gleichheitsgerechter Ordnung, sind jeglicher völkerrechtlicher Vertrag oder Kreditvereinbarung, welche ein Land zwingen, die universellen Menschenrechte zu verletzen, null und nichtig. Gemäß Artikel 53 Wiener Vertragsrechtskonvention WVRK. Jene Nichtigkeit gilt umso mehr für Auflagen, welche Teil eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind. Die griechische Regierung hätte die Unterwerfung unter den ESM abwenden können, durch Beantragung in der UNO-Vollversammlung eines Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs zur Frage der Nichtigkeit, Artikel 53 Wiener Vertragsrechtskonvention, der Memoranda of Understanding und oder der Verträge, in Klammern ESM-Vertrag, EFSF-Rahmenvertrag und AEU-Vertrag, welche eine solche Strenge fordern. Der ehemalige Premierminister, seine Exzellenz, Herr Alexis Tsipras, ist nachweislich hinsichtlich der Nichtigkeit der Kreditauflagen über jene Möglichkeit bereits im Januar 2014 informiert worden. Mit Griechenland nun unter dem ESM werden die auferlegten Bedingungen noch härter, da der Europäische Rat auf seinem Gipfel am 25.03.2011 ausdrücklich verlangt hat, dass, Zitat, Measures reducing the net present value of the debt will be considered only when other options are unlikely to deliver the expected results. Maßnahmen zur Reduzierung des gegenwärtigen Nettobetrags der Schulden nur in Betracht kommen, wenn es unwahrscheinlich ist, dass andere Optionen die erwarteten Ergebnisse bringen. Das bedeutet, nach der historischen Auslegungsmethode, dass das ESM-Recht jegliche Reduzierung des Nennwerts der Staatsschulden nur erlaubt, nachdem alle anderen Maßnahmen, einschließlich der Marginalisierung des Sozialsystems und der Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, Artikel 14 AEU-Vertrag und der hoheitlichen Institutionen, Artikel 2 von Protokoll 26 zu den Verträgen der EU, aber auch kleinere Schuldenerleichterungsmaßnahmen wie die Senkung der Zinssätze, die Schuldenrückzahlungsfähigkeit nicht wiederhergestellt haben. Die Freihandelsverträge TTIP, CETA und TISA sind der nächste Schritt zur Erzwingung jener Privatisierung auch gegenüber nicht insolventen Mitgliedstaaten und um diese präzedenzlose Privatisierung irreversibel zu machen. Warum viele vom IWF gemachten Auflagen so unmenschlich sind, ist von Professor Dr. Josef Stieglitz, einem früheren Chefökonomen der Weltbank, bereits am 29.04.2001 im Guardian offengelegt worden. Er hat erläutert an den Beispielen von Bolivien, Ecuador und Indonesien, dass einige soziale Kürzungen vorsätzlich so hart gemacht worden sind, dass sie zu Aufruhr geführt haben, was wiederum die Nachfrage und die Preise für die zu aktivierenden Aktiva reduziert hat. Laut Professor Dr. Stieglitz ist Freihandel der nächste Schritt nach der Privatisierung. Davison Budo, ein Ökonom und früherer Angestellter des IWF, hat bereits im September 1991 veröffentlicht, dass laut UNICEF Auflagen von IWF und Weltbank bis zu 7 Millionen Kinder
unter dem Alter von 5 Jahren getötet haben, allein in der Zeit von 1982 bis 1991. Für die Verschiebung von Geld, Ressourcen, öffentlicher Daseinsvorsorge und heute selbst hoheitlicher Institutionen in private Hände werden, in einer organisierten und kriminellen Art und Weise die Gesundheit und selbst die Leben von Menschen vorsätzlich zerstört. Die Studie Can Banks Individually Create Money Out of Nothing? The Theories and the Empirical Evidence. Können Banken individuell Geld aus dem Nichts schöpfen? Die Theorien und der empirische Beweis, veröffentlicht am 18.09.2014 in der International Review on Financial Analysis im Elsevier Verlag, hat empirisch die Kreditgeldschöpfungstheorie bewiesen, dass Giralgeld, das Geld auf den Bankkonten, aus dem Nichts geschöpft wird, wenn eine Bank ein Darlehen gewährt. Seine Schöpfung geschieht nachweislich weder durch die Sparer, die ihr Bargeld zur Bank bringen, noch durch die Zentralbank. Man bucht Forderungen auf Rückzahlung des Darlehens an, Verbindlichkeit auf Auszahlung des Darlehens, für die Schöpfung des Darlehens und so des Giralgeldes und macht den umgekehrten Buchungssatz, wenn das Darlehen zurückgezahlt und so das Giralgeld gelöscht wird. Sie bekommen Zinsen für im Saldo nichts. Da jede Bank viel mehr Darlehen und damit Giralgeld aus dem Nichts schöpfen kann, als das Eigenkapital der jeweiligen Bank beträgt, ist jede Bank ersetzbar. Es gibt überhaupt keine systemischen Too-Big-to-Fail-Banken. Die Geburt und der Tod von echten menschlichen Wesen unterscheiden sich von jenen des Giralgeldes. Ihre Gesundheit und ihre Leben sind absolut real, sind unersetzlich, sind endlos wertvoller. Ich habe die Strafanzeige gegen Unbekannt gerichtet, weil so viele Personen aus vielen Ländern involviert sind in den Entwurf und die Entscheidung über die Auflagen in Zusammenhang mit Griechenlandhilfe und EFSF, in die Schaffung der Mechanismen für die Auferlegung der Bedingungen und in die Verpflichtung der Mechanismen auf eine unmenschliche Strenge wie die gegenüber Griechenland, in Klammern Präambel EFSF-Rahmenvertrag, und wie in der Praxis bzw. den Modalitäten des IWF, Schlussfolgerungen des ECOFIN-Rats vom 9.05.2010, Aktenzeichen SN 2564-1-10. Vermutlich werden nur die Unterlagen über das Zustandekommen der Auflagen sowie Zeugenaussagen dazu Klarheit bringen, welche konkreten Personen verantwortlich sind für die Handlungen, die zur Schädigung so viele Einwohner und Bürger von Griechenland geführt haben. Nur der Internationale Strafgerichtshof kann einen Fall von solch internationaler Dimension bewältigen. Die schuldigen Personen müssen festgestellt und zur Verantwortung gezogen werden und die Schädigung der Gesundheit der Griechen durch die Sparmaßnahmen muss gestoppt werden. Es ist kein Schicksal und auch keine Naturkatastrophe, wenn Menschen gesundheitlich geschädigt werden, weil man ihnen gesundheitlich notwendige Mittel vorenthält. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe H und K Römisches Statut, wenn man vorsätzlich in dem Wissen, dass man es tut, systematisch oder groß angelegt, die Gesundheit einer Zivilbevölkerung schädigt. Es ist schon ein hinreichender Vorsatz für dieses Verbrechen, wenn man die gesundheitsschädigenden Auflagen macht oder fortführt, obwohl man weiß, dass sie einen solchen Schaden anrichten oder anrichten werden, selbst
wenn man gar nicht das Ziel hat, die Gesundheit zu schädigen, sondern dies zur Erreichung anderer Ziele in Kauf nimmt. Ich habe in meiner Anzeige Zusammenhänge gezeigt zwischen konkreten Auflagen sowie deren Folgen für den Hunger und die Schädigung des Gesundheitswesens in Griechenland. Um zu erreichen, dass der ISDGH ein Verfahren starten und die schuldigen Personen ermitteln kann, ist es nicht nur erforderlich, die Systematik und Großangelegtheit auf einer abstrakten Ebene zu beweisen und den subjektiven Tatbestand des Verbrechens zu beweisen, in Klammern Wissen und Wollen, sondern es braucht auch genug Zeugenaussagen von Menschen, die geschädigt worden sind oder, soweit sie bereits verstorben sind, durch ihre Verwandten. Wie bereits erläutert, in meinem ersten Aufruf zu Zeugenaussagen haben hinsichtlich des Todes am 28.09.2009 von unbewaffneten Demonstranten in Guinea 150 Opfer und bei vermuteten Kriegsverbrechen in den Jahren 2003 bis 2008 im Irak 85 von gesammelten 400 Fällen genügt für den ISDGH zur Annahme einer Großangelegtheit. In Griechenland sind weit mehr als 150 Menschen durch die Sparmaßnahmen notwendige Medikamente und medizinische Behandlung oder Nahrung und Wohnung nicht mehr bezahlbar. Da auf einer abstrakten Ebene die Systematik und Großangelegtheit viel evidenter sind als in vielen anderen Fällen, glauben wir, dass schon wenig mehr als 85 Aussagen konkreter Einwohner Griechenlands, deren Gesundheit durch die Sparmaßnahmen geschädigt worden ist, genügen werden, den ISDGH zu bewegen, ein Verfahren aufzunehmen und die Schuldigen zu ermitteln. Es geht darum, dass so viele Opfer wie möglich selbst aussagen und sich so aktiv einsetzen für Gerechtigkeit und für die Bestrafung der Täter. Das ist etwas, was man für die Gerechtigkeit tun kann und zum Stopp der Grausamkeiten, ohne auf eine Regierung zu warten. Nach unserem ersten Aufruf haben bereits viele Menschen Aussagen gemacht. Wir möchten Ihnen unseren Respekt und unseren Dank ausdrücken. Und wir sind dankbar dem früheren griechischen Botschafter, Herrn Leonidas Chrysantopoulos, und vor allem der ehrenamtlichen Klinik Helliniko für ihre Unterstützung. Wir schätzen, dass wir noch zwischen 40 und 50 weiteren Aussagen benötigen. Es ist natürlich positiv für den Fall, wenn noch mehr Aussagen gemacht werden, wie beim Irak-Fall. Es geht darum, die Schädigung der Gesundheit durch konkrete Sparmaßnahmen zu beweisen. Wenn Sie ernste Gesundheitsschäden erlitten haben, weil Ihnen als Patient mit Diabetes, Herzproblemen, Krebs, Multipler Sklerose, Schlaganfall, Nierenversagen oder einer anderen schweren körperlichen Erkrankung notwendige Medikamente oder medizinische Behandlungen verweigert worden sind, bitte ich Sie, die Anzeige zu unterstützen. Bitte erläutern Sie, seit wann Ihre Gesundheit durch welche Maßnahme geschädigt worden ist. Das kann sich beziehen auf Medikamente oder Gesundheitsleistungen von Ärzten, welche nicht mehr verfügbar sind oder nur mit unerschwinglichen Zuzahlungen oder Selbstzahlungen oder die nicht mehr nah genug an ihrem Wohnort zur Verfügung stehen. Wenn Sie oder Ihre Kinder unterernährt oder mangelernährt sind, ist der Punkt für Ihre Aussage, seit wann und aufgrund welcher Kürzungen, zum Beispiel Ihrer Rente, Ihres Arbeitslosengeldes oder Ihres Gehalts, Sie nicht mehr genug Mittel gehabt haben für Ihre ausreichende Ernährung. Auch wenn die Lockerung des Kündigungsschutzes oder der Anstieg bestimmter Lebenshaltungskosten, zum Beispiel aufgrund des Mehrwertsteueranstiegs auf Lebensmittel, der Grund sind, ist Ihre Aussage wichtig. Bitte sagen Sie auch aus, wenn Sie Ihre medizinische Versorgung noch haben oder nicht unterernährt sind, allein weil Sie durch eine karitative Organisation unterstützt werden. Wenn Sie obdachlos geworden sind
oder wenn sie in einer ungeheizten Wohnung leben, aufgrund eines Mangels an finanziellen Mitteln. Erläutern Sie bitte auch, seit wann Sie, aufgrund welcher Kürzung, nicht mehr in der Lage gewesen sind, das Wohnen bzw. das Heizen zu bezahlen. Wenn möglich, fügen Sie Ihrer Aussage auch Fotokopien von Beweismitteln bei, welche zeigen, dass mit welchen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die notwendigen Kosten für Nahrung, Wohnung oder Gesundheit nicht mehr bezahlt werden konnten. Wir ersuchen ausdrücklich, auch die Verwandten von Menschen, die aufgrund der Sparmaßnahmen gestorben sind, auszusagen. Die ehrenamtliche Klinik von Hellinico hat einen Fragebogen entwickelt, siehe am Ende dieses Videos, welcher Ihnen hilft, Ihre Aussage zu strukturieren und welcher die Einwilligung zur Verwendung der Aussage für die Anzeige mit Aktenzeichen OTPCR 345 aus 12 enthält. Bitte schicken Sie diese an Hellinico. Metropolitan Community Clinic at Hellinico, Yatrio Hellinico, Inside the Old American Military Base at Hellinico, Postcode 16777, Hellinico, ATK, Greece. Jede Aussage mit beweisdienlichen Informationen hinsichtlich der Schädigung konkreter Personen durch die Auflagen ist ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung des Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Griechenland. Mit freundlichen Grüßen, Sarah Lucia Hasselreusing.